Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Nachdem dieses Spiel überraschenderweise ziemlich gut bei euch ankommt, ja, läuft besser als The Long Dark und scheint euch auch deutlich mehr zu interessieren als mein geliebtes Hitman Blood Money, wenn es mir in der Seele wehtut, widmen wir uns heute wieder unserer Basis, unserer Gemeinschaft und schauen mal, was steht denn so auf dem Programm. Eine solche in der Gemeinschaft. Was eine Seuche in der Gemeinschaft? Was ist los mit euch? Okay, also unsere Anführerin ist eh platt. Dann checken wir mal die Gemeinschaft. Wir greifen mal auf Sydney zu, weil irgendwas stimmt mit der nicht. Ja, wir wechseln hier und wir starten die Quest. Was geht hier ab? What? Alter, shit. Das ist ja hier eigentlich in Ordnung. Okay, alles cool. Okay, so ein, glaube ich. Was sollen wir überhaupt machen? Geht zum Shaving Haus oder. Warum optional? Also, wir sollen ein Seuchenherz zerstören. Wenn wir einen Außenposten. Jetzt seht ihr mal live, wie man ein Seuchenherz zerstört oder wie man dabei drauf geht. Ist auch gut möglich. Also, wo mehr haben wir? Auf jeden Fall sicherstellen, dass die gut vollgeladen ist. Ihr werdet auch bald sehen, warum. Dann, was haben wir denn für eine Nahkampfwaffe? Den Zerstörungshammer. Den legen wir kurz ab. Einfach aus dem Grund, dass wir ihn jetzt gleich wieder reparieren. Zack. Brauchten das Ding für Munition 556 mm. Nehmen wir natürlich noch einen guten Vorrat mit, dass wir die 30 voll haben, plus 11 im Lauf, 41 ist gut. Dann haben wir Schmerzmittel und Verbände, passt. Und jetzt geht es natürlich noch ums Eingemachte, nämlich nicht um Marmelade, sondern um, ja, um Granaten, um Benzinbomben, um Mollys, um Dosenbomben. Oh yeah, now we are fucking talking, man. Jetzt geht's nämlich ab. Sollte reichen, um dem solchen Herz ein bisschen, wisst schon, einzuheizen. Dann schnappen wir uns einen unserer coolen Rides. Oh, junger Mann, weißt du, wie sehr mich das interessiert? Vielleicht mal gar nicht. Und Niederträchtling. Wo ist unser Fahrzeug? Wo habe ich es abgestellt? Da. Wie sieht es mit Schipirit aus? Das passt schon. Anna. Ah, jetzt lass mich doch in Ruhe, Junge. Haben wir. Ich habe es nicht mehr drauf. Ich habe das Spiel schon eine Weile nicht mehr gespielt. Ah. Wir müssen das natürlich ausrüsten, sonst sehen wir alt aus. So. Ja, ich habe das Spiel echt schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt. Deswegen ich mich erstmal wieder kurzzeitig vertraut machen muss mit der ganzen Steuerung, um hier nicht als totaler Versager mal wieder dazustehen. Wir machen das am geschicktesten. Oh mein Gott, das wird eine richtig harte Tour. Machen wir im Notfall einfach Zwischenstopp bei dem. Jetzt gehen wir doch nicht auf den Bäcker. Also, wir haben jetzt einen wichtigen Job und der kann jeder Mickey Mouse Gruß hier. Oh, der ist gefährlich. Das ist so ein Selbstmordattentäter. Wenn das in die Luft jagt, dann ist das Gebiet drumherum kontaminiert. Wenn das bei unserem Auto. Ich glaube, ja, da hinten seht ihr die Wolke. Seht ihr die Wolke? Ja. Wenn er das bei unserem Auto macht, dann hängt der ganze Schmodder an unserer Karre dran. Wenn wir da drin sitzen bleiben, gehen wir einfach hops. So einfach ist das. Zack. Jetzt fahren wir mal zum Außenposten. Jetzt sind wir hier in Glendale. Nicht, dass ich damit was anfangen könnte. Aber es kommt so ortskundig rüber, wenn ich euch sage, wo wir sind. Geht's hier hoch? Nein. Geht hier nicht hoch. Ich dachte, es geht hier hoch. Ah, verflixt. Bloß nicht flippen. Bitte nicht flippen. Nicht hängen bleiben. Das wäre fatal. Wir wollen zum Seuchenherz. Das Seuchenherz? Jetzt. Mädel. Wir haben eine schwierige Mission, die den Fortbestand unserer Gemeinschaft sichern soll. Ja, sag mal.
Hör mal auf rumzuheulen, dann nehmen sie halt nicht die abgelaufenen Tabletten. Und in der Apokalypse, wenn keine mehr produziert werden, kann man ja auch nicht gerade wählerisch sein, Freund der Nacht. Kommen wir wieder klar, wirklich. Das stimmt eigentlich mit euch nicht. Ich glaube, ihr habt alle zu heiß gebadet. Wisst ihr was, wir machen hier bei einem unserer Zwischenstopp bei einem unserer Außenposten. Da ist ein Außenposten. Das ist nämlich die Apotheke, die ich besetzt. Wart ihr nicht dabei, glaube ich. Ne, da wart ihr nicht dabei. Ich bin nämlich eine Apotheke beansprucht. Das Nice ist, sie produziert uns pro Tag ein Medikament. Dann müssen wir nicht so viel... Natürlich, sie ist natürlich abgeschlossen. Jemand kam in unsere Apotheke rein und hat sie abgeschlossen, selbstverständlich. Einfach die Geschichten, die das Leben so schreibt. Wo war das? Wo war das Zeug? Zack, hier. Benzin haben wir eh Haufen genug, glaube ich zumindest. Also rein damit. Jetzt Achtung, genießt einfach die Animation. Genießt sie. Ja, seht ihr das? Seht ihr dieses geschmeidige Einfühlen? Einfühlen, einfüllen. Ja, oh, perfekt, perfekt. Gut, also wir fahren die Straße gerade entlang und biegen links ab und dann geht's auch schon ab zum Seuchenherz. Ich kann euch sagen, das Seuchenherz ist halt so ein Seuchenherd, wie sich's hier nennt. Da spawnen ganz viel von diesen rotäugigen Zombies, von diesen kleinen, versoffenen, verkaterten Typen. Und das müssen wir ein bisschen mit explosiven Waffen bearbeiten, sprich irgendwie Thermitgranaten draufschmeißen, ein paar Dosenbomben, was uns halt eben zur Verfügung steht. Und dann geben wir womöglich noch ein paar Schüsse drauf ab und wenn es gut läuft, fliegt uns das Ding um die Ohren und das Ganze ist geschafft. Und zwischendurch steigen wir in die Karre und fahren immer wieder nachspawnende Rotaugen-Zombies platt. Das ist der Plan. Ob es jetzt so funktioniert, weiß ich noch gar nicht. Bin auch schon ein paar Mal fast hops gegangen. Ich habe dann mit Alt F4 einfach die Situation gerettet, weil das Problem an dem Spiel ist, man hat ein Perma-Death- und Autospeichersystem. Und wir haben Cardio-Training abgeschlossen, deswegen sind die jetzt alle ein bisschen fitter geworden. Ziemlich cool. Also Seuchenherz 1, da dürfen wir aber nicht hin, sondern zu Seuchenherz 2. Da wollen wir hin, da sind gleich zwei nebeneinander. Ich glaube, wir werden nicht genug Ressourcen haben, um beide zu vernichten. Und hier sehen wir schon... Oh no! Das ist so ein... Das ist jetzt uncool bis extrem bescheiden. Weil der Dicke, der da so gerade mit richtig nice tiefen Stimme rumgebrüllt hat, ist ein sogenannter Koloss. Und der hat nicht nur schlechte Laune, weil McDonald's leider auch inzwischen zu hat, in der Apokalypse, versteht, sondern den können wir weder platt fahren, oh nein, ich habe gehofft, dass er respawnt. Sondern der macht unser Auto in Windeseile kaputt. Also wenn wir uns mit dem ein bisschen anlegen, dann, na, Auto Krankenhaus und wir Friedhof. Ja. Also meine Taktik ist erstmal hier ein bisschen auszudünnen. Und dann gehen wir dem Fett rächen mit unserer Wumme aus der Distanz. Da müssen wir ein bisschen clever sein. Also clever ist da bekanntlich in so Spielen mein zweiter Vorname. Zack. Ja, wir sollten langsam treffen. Wir sollten... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Das könnte unser Ende sein, Leute. Also, ich hab echt Schiss. Verdammt, du fetter Pisser. Jetzt reicht's. Jetzt hab ich eine blöde Idee. Das ist scheiße. Na? Nochmal hier. Na? Komm, Dicky. Das hat ihn gar nicht interessiert. Oh mein Gott. War es in Sport wohl immer der zuletzt gewählt wurde, was? Ich schieße ihn jetzt mitten in die, was auch immer. Wir müssen natürlich unsere Flanke hier im Auge behalten. Sonst fallen die uns hier. Ja, perfekt. Oder? Nein, nicht perfekt. Oh no. Oh, wir haben so viele Zombies am allerwertesten. Das ist nicht mehr schön. Was ist denn das hier? Wir können natürlich auch einfach versuchen abzuhängen. Dann hier schnell nach. Schau mal, wo ist der Dicke? Wo ist das Dickerchen? Wo ist der Kleine? Wo ist der kleine Fettsack? Ich habe irgendwie Angst, dass es für uns nicht so gut ausgeht. Okay, den haben wir ja weggepult. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Glaube ich zumindest. Nein, nein, wir haben eine Thermitgranate verworfen, weil ich wieder zu blöde war.
reicht. Jetzt, die kriegen jetzt so eins in ihr dummes Gesicht. Alter, jetzt langt's ja mal. Sag mal, stimmt eigentlich mit dir nicht. Jetzt reicht's hier. Jetzt, guck mal, was mit dir macht. Bam. Hör mal auf rumzuheulen. Warum ändert sich jetzt die Musik? Okidoki, jetzt gehen wir hin. Passt auf. Reicht's einfach mit den Karre, die können wir opfern. Das ist gut. Das ist echt sehr gut. So ist es nämlich. Und deswegen. Itch it, bitch! Das war cool. So, und irgendwo ist das Apparat. Heilige Mutter Gottes. Oh nein, das wird echt brutal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen weg hier. Wir müssen dringend weg. Und wir verbinden uns jetzt einfach im Rennen. Leute, macht das nicht zu Hause nachher. Ja? Okay, wir können uns nicht im Rennen verbinden. Wir schnappen uns jetzt hier. Holy crap, was ist da abgegangen? Dass sich wieder so ein Irrer in die Luft gejagt. Wir müssen jetzt Gas geben. Das ist ein cooles Auto. Es tut mir fast leid. Dann die streifen wir ab. So. Die töten wir, indem wir einfach einen anderen auf die Schippe nehmen. Bam. Alle weg. Okay. Jetzt fahren wir wieder zurück. Und mähen einfach alles und jeden um, was uns hier vor den Kühlergrill kommt. Ein Powerslide. Okay, das sieht ziemlich schlecht aus. Ich wollte gerade sagen, sieht ziemlich gut aus. Okay, die Kiste ist ein wahrer Panzer. Haben wir richtig Power dahinter. So, nice. Das war gut. Das Seuchen ist halt immer noch nicht so lokalisiert. Das sieht man definitiv. Wir binden uns jetzt mal kurz. Oh nein. Junge. Sag mal, seid ihr irgendwie Profis, mir auf den Sender zu gehen oder was? Ich finde halt leider, ist Sydney auch nicht die beste Kämpferin, aber das habe ich versaut, weil ich leider falsch geskillt habe und habe auf Nahkampfwaffen gesetzt. Wir werfen jetzt hier mal. Wir werfen jetzt hier einfach runter. Molly ist auf das verdammte Herz hier, hä? Und? War's das? Kann man sagen, es war's, oder? Nee. Okay, zum anderen Auto. Und zwar Flotti, Karotti. Das war's überhaupt nicht. Wir haben gar nicht mehr viel. Ich hätte ein bisschen warten sollen, bis die nachbrennen, glaube ich. Steig ein, steig ein. Lass mich in Ruhe, sonst erzähl ich's meiner Mama. Lass mal, sag mal, geht's eigentlich noch? Lass es. So. Jetzt, sag mal. Also, wie viel gibt's denn von euch? Das ist ja nicht mehr normal. Oh nein, das ist so ein ganz Irrer. Das ist so ein ganz schneller. Die sind heftig. Also, er war heftig. Er hat auch 25 Einfluss gegeben, weil er eben so eine harte Nuss ist. Verflixt noch eins. Bitte, geh mir doch nicht so auf den Wecker, Junge. Okay, den werde ich jetzt im Nahkampf. Welche im Nahkampf eine Lektion erteilen? Hier so. Warum denn so kopflos? Okay, wieder zurück. Da pulsiert die Scheiße. Wollen Sie mal rein? Zack. Es war gut geworfen. Yes! Und da ist das Ding dahin, Freunde der Nacht. Und das können wir jetzt looten. Es gibt uns nämlich 5 Seuchenproben. Und mit den Seuchenproben können wir nämlich ein Gegenmittel herstellen. Das können wir teuer an unsere Mitbewerber oder unsere Mitbewohner verkaufen in der Nachbarschaft. Oder wir können es halt selber auch benutzen. Das ist mir leider schon ein, zwei Mal passiert, dass sich eine meiner Ladies hier mit der Blutseuche infiziert hat. Könnte ja Munition drin sein. Nein, gar nichts. Ärgerlich. Es ist schön, dass hier niemand zu Hause ist, aber... Ja, also ist die Quest jetzt erledigt, oder was sagst du? Säubere deine Stadt von solchen Herzen. Oh, nö. Ja, und, Freunde. Alle. Seid ihr irgendwie total geschockt? Wisst ihr, wie viele Seuchenherzen auf der Karte gibt? Wir sehen jetzt hier 2. Aber ihr habt ja gesehen, was die Dinger an Ressourcen insgesamt verbrauchen. Also, ist ja nicht normal. Ich würde mir das nächste extrem wertlos. Ja, und
Es ist schön und gut, also ich kann jetzt hier auch noch die Seuchenproben am Boden natürlich einsammeln. Ich meine, der Schwabe nimmt alles mit, was er kriegen kann, ihr versteht. Aber wir haben einfach keine keine Feuerkraft mehr. Oder hat die Kiste hier irgendwas drin? Pulkit ist cool. Feuerwerkskörper, die sind eigentlich nur zur Ablenkung gedacht. Und ja, wir haben noch 29 Schuss. Wir können es eigentlich noch mit dem Dicken aufnehmen. Ich würde sagen, dem Dicken erteilen wir, falls er denn da drüben noch verweilt, eine Lektion, die er so schnell nicht vergisst. Wir setzen ihn ein für alle Mal auf eine Dauerdiät, die sich gewaschen hat. Was meint ihr? Der ging uns nämlich kolossal auf den Wecker, der Fettrechen. Okay, der ist einfach mal despawned. Und er hat es vielleicht auch eingesehen, dass es eine blöde Idee war, sich mit uns hier anzulegen. Gut. Gut. Jetzt. Was machen wir jetzt? Jetzt wäre es natürlich eine dumme Sache, wenn wir einfach so zurückfahren. Deswegen wir hier. Ne, das haben wir geplündert. Also ich zumindest. Wir haben noch ein paar Wegen, glaube ich, offen. Also wir können uns eigentlich hier die Karre mal vornehmen. In den Autos ist meist interessantes Zeug drin. Wir müssen aber auch aufpassen auf unser aktuelles Auto. Das sieht schon ziemlich lediert aus. Hier, Ersatzteile. Haben wir über 1000 Stück. Ihr habt es euch gesehen. Die Waffen sind schon nicht übel, aber das Ding klingt einfach, obwohl es mit 556er Munition schießt, wie so ein besseres Luftgewehr. Hat auch für mich irgendwie die Durchschlagskraft von einem besseren Luftgewehr. Bist du ein... Bist du aus wie ein Mensch? Ist halt ein sehr sportlicher Mensch mit Kapuze. So. Ende Gelände. Was ist hier drin? Was brauchen wir überhaupt? Mal kurz die Needs checken von unserer Gemeinschaft. Wie ging das nochmal? The Base... Wir haben fast keine Medikamente mehr. Wir sollten dringend mal auf Medikamentenjagd gehen. Unsere Apotheke scheint irgendwie nicht viel zu produzieren. Oh no. So ein solchen Dude. Hier können Medikamente nämlich drin sein. Taschentuchpackung, ja, die können wir bei Händlern, also bei. Es gibt hier befreundete oder auch weniger befreundete Kommunen oder halt Gemeinschaften. Mit denen können wir Handel betreiben. Und den können wir diese Güter mit dem hohen Handelswert, wie eben das, können wir zu relativ mal mehr, mal weniger hohen Preisen andrehen und bekommen dafür halt wieder solche Rufpunkte halt eben. Mit den Punkten, das ist ja die Ingame-Währung, können wir wieder neue Dinge halt kaufen bei anderen Gemeinschaften oder eben neue Stützpunkte kaufen oder Außenposten. Eine Schützenmine. Das ist schon mal ein Anfang, was Explosives angeht. Und hier ist langsam ein bisschen Land unter. Wir sollten schauen, dass wir zur Karre kommen. Es ist lustig. Wenn man hier schnell durchsucht und es dann quasi getriggert wird, also so dieses alle stürzen sich auf dich, wenn man Lärm macht, dann spawnen plötzlich aus dem absoluten Nichts Unmengen von Zombies so nach. Es ist absolut witzig zuzuschauen. Ah, hier ist so ein Schreier, den vernichten wir. Ja, du Schnauze, Junge. Geh mal hier auf den Wecker, ja. Okay, da drüben ist das nächste Seuchenherz. Was hat der Truck hier geladen? Ich bin halt einfach so ein Schnellsuchen-Typ. Ich habe da keine Lust. Wenn ihr mal seht, wie ich das ohne Schnellsuche hier angehe. Seht ihr? Ja, dann geht es eine ganze Weile. Okay, da schmeißen wir das. Moment. Das hier schmeißen wir weg. Nehmen den Revolver mit. Wir haben zwar inzwischen auch Unmengen Waffen. Lebt der Typ eigentlich noch? Oder übt der Liegestützen? Oder was ist eigentlich nicht in Ordnung mit ihm? Kann man dir helfen? Immer wieder gern. So. Gut. Weiter geht's im Programm. Was haben wir denn hier? Also wir sollten uns halt wirklich auf Spots konzentrieren. Das ist ein Flughafen oder was ist das? Das ist ein. Das sollte ja irgendwie einen militärischen Background haben, oder? Passt so aus, ein bisschen.
Das hier sieht gut aus. Also ein Kreuz heißt ja meist irgendwie entweder Friedhof oder irgendwie Erste Hilfe. Hier so viel, dass so viele Rotaugen am Start sind. Kommen die alle her? Furchtbar. Das ist wieder ein Seuchenherz am Ende. Gut. Sind wir die erledigt? Eine Seuchenprobe mehr auf unserem Bereich. Jackpot. Sollen wir doch gleich mal auf die Probe stellen. Oh nein. Militärmunition. Motorisierten Zielen. 556er Patronen. Das ist cool, aber das Zeug müssen wir halt alles ins Auto laden, weil das, dieses motorisierte Zielding wird ganz schön schwer sein. Oh, schnell. Randaliert hier schon am Zaun. Und tschüssi. Nehmen wir mal das mit. Könnte ganz interessant sein. Jetzt beschwert sie sich natürlich gleich wieder. Gibt es hier irgendetwas für Doktorspielchen? Oh nee. Nice. Das war mein Ziel. Schnell beeilen. Hast du jetzt gedacht, du könntest mich einfach von hinten angreifen, du Miststück? Elendes Miststück. Du hier? Fass mich nicht an. Oh nee. Oh no. Oh no. Aua, aua, aua. Die blöden Fettsäcke. Zack. Was hat sie mit Freak gehabt? Drüben scheint noch irgend so ein spezieller rumzuhängen. Jetzt nicht mehr. Haben wir hier noch etwas? Also wir haben ja noch einige Container. Zeigt uns hier an. Das ist irgend so eine Krankenstation. Ich hoffe wirklich, dass wir da vielleicht nochmal so einen Medizincontainer finden. Das wäre extrem toll. Das würde ich wirklich Knorke finden. Wo sind hier noch zwei Sachen, die wir durchsuchen können? Bisschen arg verwinkelt. Ah, hier geht's noch hin. Oh nee, das läuft eh auf Benzin raus. Oh, Junge. Du weißt auch nicht, wenn der Moment denkbar ungünstig ist. Ich bin beschäftigt. Ernsthaft, da ist eine Tasse Kaffee drin. Ja, die können wir konsumieren. Ja, okay. Ich dachte, so rein präventiv. Ah, da. Das könnte eine Waffen- oder Munitionskiste sein. Oder eben Verbände. Gut. Ich denke, hier haben wir alles, was wir brauchen. Was würde denn der Spaß hier theoretisch kosten? Wir haben keinen Außenslot-Posten mehr. Das ist dumm. Das ist wirklich schade. Weil, wie sieht es mit unseren Außenposten aus bisher? Also wir haben den Barbecue-Außenposten. Dieses Haus hier. Also ich würde glatt sagen, wir geben das Haus hier vielleicht auf. Mal gucken, wie funktioniert das. Das, so. Wie sieht es mit Betten aus? Ja, nee, wir brauchen die Hütte. Weil wenn wir sie aufgeben, haben wir leider keine Betten mehr. Also nicht mehr ausreichend Betten, müssen unsere Hauptbasis wieder umbauen. Ihr versteht, dass alle schlafen können. Weil sonst sind die unglaublich unzufrieden und jammern und heulen die ganze Zeit. Und ja, es wird furchtbar. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir fahren zurück zur Basis, geben den ganzen Krempel ab und ja, freuen uns unseres Lebens und lassen uns ein bisschen feiern. Sehen uns in the base. So, home sweet home. Da wären wir. Und ich glaube, jemand mitgebracht. Okay, und bam. Nice. Okay. Haben wir uns mal unser Sack und Pack und vor allem das Toolkit. Ihr habt es gerade gesehen, unsere Kiste raucht ganz böse. Das wollen wir auf keinen Fall, dass die Karre
womöglich irgendwann explodiert. Das ist mir nämlich hier bei einer Kiste sogar passiert. Ihr seht ihr diagonal über die Straße hier, dort, so. Hier ist so ein Autowrack, das da. Das ist ein ausgebrannter Vagabond. So ein Auto wie der hier. Ist jetzt aber wieder richtig fresh. Und wir schnappen hier den Kaffee an Bord. Zack. So, jetzt kann sie in Ruhe ausladen gehen. Wir waren äußerst erfolgreich. Wir haben das Seuchenherz vernichtet. War ein bisschen dilettantisch mal wieder Zeug verworfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Muss noch ein bisschen üben. Mit dem Q und dem E und dem Tab und so weiter. Ihr wisst, Dinge sind manchmal verdammt kompliziert. Und vor allem der Eingang war hier direkt vor der Nase und ich bin wieder ums Eck gelaufen. Egal. Habt ihr was zum Aufregen und ich ebenfalls. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Dann gibt es auch bald die nächste Folge von State of Decay 2. Bis dahin, tausend Dank fürs Zuschauen. Tausend Dank für jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo vor allem. Danke für eure Unterstützung. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.